Thank you very much, Savajit. Really Danke, appreciate your Savajit. introduction there. So I'd Danke like für to deine start Einführung. with a poem. Ich This möchte will set mit the einem tone and mood Gedicht beginnen, of this session, which will be das quite slow and vielleicht ein spacious. bisschen So we won't be eine rushing Einstimmung anywhere, but auf we don't. diese We want to create Session a gibt. space Und ich for möchte das brief langsam unrushed lesen, space. Tends to be damit a bit wir auch slower wirklich das and hören und darüber yeah, just can't reflektieren create können a mood for it. So we're going to read und a in die poem. Stimmung kommen. By Joy Das Harjo, or Gedicht, was ich vorlese, Harjo, ist von Joy the United Harjo. States' first Native Es ist American die Poet erste Laureate and indianische member of the Lyrikpreisträgerin der Muskogee Vereinigten Nation. Staaten von der So you might Muskogee like to close your eyes Nation. on this, please. Vielleicht wollt ihr eure Augen schließen beim Zuhören. It's called Remember the Das Sky Gedicht That You Were heißt Born Erinnere Under. dich an den Himmel, unter dem du geboren wurdest. Remember the sky that you were born under. Erinnere dich an den Know Himmel, each unter of the dem du geboren stars' wurdest. story. Kenne die Geschichten jedes einzelnen Remember the Sterns. moon. Erinnere dich an den Know who Mond. she is. Wisse, wer sie ist. Remember the sun's birth at Erinnere dawn. dich an die That Geburt is der the Sonne bei strongest proof of power. Tagesanbruch, dem kraftvollsten Zeitpunkt. Remember sundown and the Erinnere giving away dich an at den night. Sonnenuntergang und die Verabschiedung am Abend. Remember your birth Erinnere dich an deine and how your Geburt, mother wie struggled deine to give Mutter you darum form and kämpfte, dir breath. Gestalt und Atem zu geben. You are evidence of Du her bist life der Beweis für ihr and her Leben, mother's für and das ihrer hers. Mutter und deren Mutter. Remember your father. Erinnere dich an deinen Vater. He is your life Auch also. er ist dein Leben. Remember the earth, Erinnere whose dich skin an you die are. Erde, deren Haut du bist. Redder, Rote Erde, blacker, schwarze Erde, yellower, gelbe Erde, whiter, weiße Erde, browner, braune Erde. we are earth. Wir sind Erde. Remember the plants, Erinnere dich an die trees, Pflanzen, animal die life, Bäume, who all have their die Tiere, tribes, die alle ihre Sippen, their ihre families. Familien, ihre Their Geschichte histories haben. too. Talk to them. Sprich mit ihnen. Listen to them. Hör ihnen zu. They are alive Sie poems. sind lebendige Gedichte. Remember the wind. Erinnere dich an den Remember her Wind. voice. Erinnere dich an ihre Stimme. She knows the origin of this universe. Sie kennt den Ursprung des Universums. Remember, you are all Erinnere dich, people, dass du and alle all Menschen people are bist you. und dass alle Menschen du sind. Remember, you are Erinnere this dich, du universe, bist and dieses this Universum universe is und you. dieses Universum bist du. Remember, all is in Erinnere motion, dich, dass is alles in growing, Bewegung is ist, you. wächst, dass alles du bist. Remember, language comes from this. Erinnere dich, dass die Sprache daraus entsteht. Remember the dance language is, Erinnere that dich, dass life. die Sprache des Tanzes ist, dass das Remember. Leben ist. Erinnere dich. We'll just sit quietly for a minute or two. You Wir may ring a sitzen bell. für 1 oder 2 Minuten still, dann werde ich eine Glocke läuten.
Wenn du soweit bist, öffne die Augen. Ich habe jetzt in die Galerieansicht gewechselt, um euch alle zu sehen. Wenn ihr möchtet, schreibt in den Chat, wie eure innere Resonanz auf dieses Gedicht ist. Oder Reflexionen, die das ausgelöst hat. Vielleicht eher nur ein oder zwei Sätze, keine langen Romane. Es wäre schön, ein paar Antworten zu hören. Joe sagt, ich fühle mich still und gesammelt. Oh, nicht gesammelt, sondern verbunden. Ein starkes Gefühl von Verbindung. Vajrachakshu sagte, ich fand es sehr schön. Julia sagt, schön, ein wenig herunterzukommen, langsam zu werden und Verbindung zu spüren. Erinnere mich an meine Mutter und wie es ihr geht, sagt Karuna Palita. I love this bit. The line where she says, remember ich finde es besonders schön, diesen Ort, wo sie sagt, erinnere dich an die Pflanzen, die Tiere, die Tierwelt, die alle ihre Sippen, ihre Familie, ihre Geschichte haben. Und das hilft mir, ein starkes Gefühl von Verwandtschaft, auch mit dem Tierleben, zu fühlen. Auch sie haben ihre Sippen, ihre Untersippen, ihre Familien. Mir hilft das, mich mit Tieren verbunden zu fühlen. Besonders mit Säugetieren, aber nicht nur mit Säugetieren. Die Parabel der Pflanzen steht im Chat. Ich denke, das ist die Parabel aus dem Weißen Lotus Sutta mit der Regenwolke, die an alle Pflanzen fällt. Und der Regen nährt jede Pflanze nach ihrer Natur. Kleine Pflanzen, Bäume, und sie wachsen ihrer Natur entsprechend. Sie werden nicht alle das Gleiche, sondern sie wachsen zu dem heran, was sie sind. Der Regen des Dharma nährt sie. Und in dem Gedicht steht auch, die Erde ist deine Haut. Alles Sein, schreibt Alyssa. Danke für eure Kommentare. Trauer. Ökologische Trauer, das ist unser Thema, was wir jetzt gemeinsam erforschen werden. Wer empfindet Trauer über den Zustand der ökologischen Situation, Trauer irgendeiner Art, ein leichtes Gefühl von Trauer oder vielleicht eine überwältigende Trauer? Ich sehe, dass die meisten Hände gestreckt wurden. Und das ist die Trauer, die wir empfinden, wenn wir sehen, wie Arten aussterben, wie Ökosysteme zugrunde gehen, wie natürliche Schönheit verschwindet. Und es lohnt sich, dieser Trauer sich zuzuwenden, denn Besorgtheit, Trauma, Überwältigung, ein Gefühl von Hilflosigkeit können zu Leugnung führen. Sie können unsere Fähigkeit zu handeln blockieren. Es ist also gut, dieser Trauer ein wenig Raum zu geben, und das tun wir in dieser Session. Wir können einen Raum für Trauer schaffen an diesem Morgen. And I'm particularly drawing on Joanna Macy's approach.
Ich werde mich stark auf Joanna Macy's Zugang konzentrieren und sie schlägt ein paar einfache Rituale vor, um mit diesem Trauer umzugehen. Wir werden ein paar kleine Übungen machen. Imagine being in a crowd of Stell people. dir vor, du bist in Oh, einer Menge we von are in crowd. Menschen. Ja, wir We're sind in online einer crowd. Menge So von Menschen. imagine Jetzt being in a hier. crowd of people who've come to take part in a Stell ritual dir vor, du for the bist in einer healing of Menge the von world. Menschen, die gekommen sind, um an der Heilung unserer Speaking Welt to them, sorry, in the mitzuwirken. comments in the chat. So imagine being in a crowd of people who've come to take part in the healing of the world. So stand opposite one another. Well, you can't actually Stell dir stand, vor, but dass du just pick one person on the screen. eine der Okay? Personen, die jetzt One hier auf person dem of this, put Bildschirm their camera sind, on, der take your aussuchst, photo. jemanden, den du hier siehst auf dem Bildschirm. And just imagine you're standing opposite them or you're sitting Und opposite stell dir them vor, ihr speaking. sitzt einander gegenüber. Schaut euch an. Have a good look. Schau genau hin. We can recognize that they love this world. The Wir person you're looking können at, sehen, dass die they Person, die love wir this. anschauen, sie lieben diese Welt. Er oder sie liebt diese Welt. You can feel, if it's true for you, you can feel your respect for him. Spür, ob du Maybe Respekt für even diesen Menschen bow to him. empfindest. Vielleicht magst du dich sogar verneigen vor diesem Menschen. You're looking into the eyes of somebody who knows Du about the suffering schaust of in the die world. Augen von jemandem, der um das Leid der Welt weiß. They know about this and the suffering of the world, Er oder sie and they don't kennt look dieses away. Leiden der Welt und er oder sie schaut nicht weg. They know that the polar ice caps are melting, Der average Mensch dir temperatures gegenüber rising. weiß, dass die They have an Polarkappen idea about the schmelzen, dass die implications of that statement. Temperaturen steigen. And yet, Wir haben hasn't eine been a Ahnung, shock was das to bedeuten their love affair. könnte. Und dennoch hat dieser They're still Mensch there, seine smiling. Liebe für die Welt nicht verloren, seine Liebe für das Leben. Okay, so let's just pause there. Okay, lass uns eine kurze And Unterbrechung in machen. the chat, please, any Und responses, wenn any ihr mögt, reflections, and this will schreibt be wieder in recorded dem that Chat we've done ein together. paar Reflexionen und ein I'll paar come back to Kommentare you. zu How dieser did it kurzen feel? Übung. Wie Yeah, fühlte sich das to an? really take another person in, that's it. Einen anderen Menschen wirklich anzuschauen, wahrzunehmen. In the chat, please. Also non-verbal expressions. So if you have a gesture or Vielleicht an gibt es auch expression, nicht-verbale anything non-verbal Ausdrucksweisen. that you can just see on the screen, please go ahead. Bestimmter Ausdruck, eine Geste könnt ihr machen, wenn ihr nichts schreiben Experiment möchtet. maybe. Thank you. Grounded. Respect, care and gratitude. Geerdet, Respekt, Inspiration, courage of Fürsorge, others, facing Dankbarkeit, current emergencies. Inspiration, Gratitude für for den Einsatz companionship, anderer in Sachen seeking to live for them, Klimawandel, an expression, Dankbarkeit für die praise of Gefährtinnen und heaven. Gefährten. Angela hatte Yeah, gerade thank you, eine Angela. Geste, wie sie sah aus wie ein Gebet zum Himmel. And Vimalaraja has got something, a reaching out. Vimla Bhadra hat eine Some hand Geste reaching out. des die Hand hinhaltens. Human, says Astrid. Surprisingly powerful, surprisingly moving and powerful. Menschlich, sagt Gratitude Astrid, is released. erstaunlich, berührend und kraftvoll, schreibt jemand. Jemand anders sagt Dankbarkeit, Erleichterung.
Ich möchte über Trauer als Aspekt von Mitgefühl sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, fundamental. Und wie Sarvajit gesagt hat, der Zen-Aktivist Thich Nhat Hanh und der Dichter Thich Nhat Hanh wurde einmal von seinen Schülerinnen und Schülern gefragt, was müssen wir tun, um die Welt retten zu können? Denn Thich Nhat Hanh war sehr engagiert, als engagierter Buddhist. Und sie hatten erwartet, dass er dann irgendetwas über Strategie oder Vorgehensweisen erzählen würde. Aber stattdessen war seine Antwort, was das Wichtigste ist, was wir tun können, ist in uns den Klang, die Stimme der Erde zu hören, die weint. Also in uns die Stimme der weinenden Erde hören. Den Klang der weinenden Erde hören. And I'm reminded in particular that one of the other words for compassion, und ich erinnere mich, dass ein anderes Wort für Mitgefühl, abgesehen von Karuna, was wir kennen, was das der übliche Begriff in buddhistischen Schriften ist, ein anderes Wort für Mitgefühl ist Anukampa. Ein alternativer Begriff für Mitgefühl in den buddhistischen Schriften. Ein sehr interessanter Begriff. Es bedeutet etwas wie mitschwingen, mitklingen mit. Also der ist der mitschwingende Aspekt von Mitgefühl. Etwas in uns hat einen Widerklang. Und wir schwingen mit, insbesondere mit dem Leid anderer, denn Mitgefühl ist ja ein Gewahrsein des Leids in anderen. Es ist eine Art Empathie auf der Ebene von Erleuchtung, aber es erklärt auch etwas über Trauer und unseren Umgang mit Leid. Anukampa. So, to help us explore this, um diese Trauer als Aspekt von Mitgefühl tiefer erforschen zu können, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Die findet ihr auch in dem Kapitel zu ökologischer Trauer in dem Buch The Burning House. Page 139, I'll share it. Now, can you see? Ihr könnt es hier auch sehen. Ihr seht den Text auf dem Bildschirm. Okay, so I'm going to start here with this. Das ist aus dem Buch. Trauer ist ein Aspekt von Mitgefühl und Mitgefühl ist ein Kernaspekt der Geburt des Bodhisattva, des idealen Buddhisten. Es ist das überwältigende Aufsteigen von Mitgefühl, die Sehnsucht, alle Wesen aus dem brennenden Haus von Samsara zu erlösen. Das macht einen zum Bodhisattva. Tibetische Buddhisten erzählen die Geschichte von Avalokiteshvara, ihrem geliebten Bodhisattva des Mitgefühls. Eines Tages, ihr könnt die Augen schließen und euch das vorstellen, es ist eine Art Märchen, ein spirituelles Märchen. Einst vor langer Zeit machte Avalokiteshvara, legte ein großes Gelübde ab, alle Menschen in Tibet von Leiden zu erlösen und sie zur Erleuchtung zu führen. Er gelob, diesen Schwur zu halten und legte das Gelübde ab, dass er, wenn er auch nur einen Moment zögern würde, dass sein Kopf dann in 10 Teile zersplittert würde und sein Körper in 1000
Teile zerspringen würde. Samadhi, dann ging er in ein Samadhi, eine tiefe Meditationserfahrung, tiefe Meditation über Mitgefühl, durch die er alle Wesen zur Erleuchtung führen wollte. Wir können uns vorstellen, wie er in seiner Höhle in Tibet saß und dieses tiefe Samadhi erlebte, mit der Absicht, alle Wesen zu erlösen. Nach einer langen Zeit der Meditation tauchte er aus der Meditation auf und merkte, dass nicht einmal ein Hundertstel der Menschen im Land des Schnees Tibet durch seine Praxis erlöst worden waren. Nicht einmal 1%. Er wurde von großer Verzweiflung es überkam ihn große Verzweiflung und er dachte, was ist der Sinn des Ganzen? Wäre es nicht besser, wenn ich aufhören würde, mich zu bemühen und einfach meinem eigenen Glück nachstreben würde? Und in dem Moment zersprang sein Kopf in 10 Teile und sein Körper in 1000 Teile. Und in seinem Leid rief er Amitabha an und der eilte zu seiner Hilfe. Amitabha segnete die zersprungenen Teile und erschuf einen neuen Körper mit 10 Köpfen und 1000 Armen, die in alle Richtungen reichen konnten. Und dann setzte Amitabha seinen eigenen Kopf obendrauf, sodass Avalokiteshvara seine Arbeit weiterführen konnte, Leid zu lindern, viel wirksamer als zuvor. Und was ich aus dieser Geschichte entnehme, ist, dass eine Person nicht die ganze Welt retten kann, nicht einmal die ganzen Menschen in Tibet retten kann. Aber wenn wir unsere Kräfte zusammenführen, wenn wir gemeinsam arbeiten, dann können wir viel mehr erreichen. Jeder von uns muss nur Teil davon sein. Was empfindet ihr, wenn ihr das hört, im Chat oder nichtverbaler Ausdruck, Gesten am Bildschirm, wenn ihr die Geschichte von der Geburt von Avalokiteshvara hört, die Geburt von echtem Mitgefühl? Angela legt ihre Hände aufs Herz. Is this how you expect compassion to arise? Ist dies, wie ihr euch vorstellt, dass Mitgefühl entsteht? Cecile schreibt, die Welt mit anderen zusammenhalten und tragen. Die Geschichte hat wirklich mit diesem sehr starken individuellen Gelübde zu tun, aber irgendwie wird daraus etwas Kollektive. Also es thematisiert diese Spannung zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven. Kalyanavacha schreibt, die Kraft der Gemeinschaft. Savajit sagt, die Unterstützung durch andere. Wir können diese Last nicht alleine halten. Wenn wir es versuchen, wisst ihr, was passiert? Wir zerbersten. Caroline schreibt, es ist wunderbar, eine Geschichte zu hören, in der die fundamentale Trauer, die wir empfinden, wenn wir dem Leid begegnen auf der Erde, dass diese Trauer anerkannt wird und dass die Lösung dafür Verbindung ist und nicht Abwenden. Es ist so wichtig, diese Trauer wirklich anzuerkennen. Wir verbringen so viel Zeit damit, einfach wegzuschauen.
Wir alle sind programmiert, auch ich selbst, darauf programmiert, uns auf das zu konzentrieren, was vor unserer Nase liegt. Und nicht das große Bild zu sehen. Das ist Teil unserer menschlichen Situation. Das ist nicht falsch. Es ist einfach, wie wir sind. Wir fokussieren uns auf das, was vor unserer Nase liegt. Joe says, compassion arises out of suffering, indeed, out of witnessing suffering. And also, perhaps also, Joe sagt, Mitgefühl entsteht aus Leiden heraus. Nancy says, when I wish Nancy I had sagt, a thousand arms, remember to collaborate. Wenn ich den Wunsch habe, 1000 Arme zu haben, dann sollte ich mich daran erinnern, mit anderen zusammenzuarbeiten. Karuna Palita schreibt, verbunden. Alessa schreibt, Frustration ist ein guter Punkt, um etwas Wunderbares anzufangen. Ja, denn Avalokiteshvara war von einer großen Verzweiflung überwältigt. Und was dann passiert ist, dass er wirklich auseinanderfiel. Sein Gelübde war nicht erfüllbar. Etwas anderes war nötig. Pia schreibt, nicht aufgeben, was auch immer dabei herauskommt. Das sind ein paar Reflexionen über die Geschichte von Avalokiteshvara. Trauern ist ein Aspekt von Mitgefühl. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen erfahren. Ich möchte ein bisschen was über Trauer allgemeiner sagen. So wie ich das sehe, ist Trauer ein menschliches Bedürfnis. Es ist wirklich so fundamental, so wichtig. Genau wie feiern, das Leben feiern. Wenn das Leben gut läuft, dann möchten wir feiern. Und wenn das Leben schwierig ist, nicht leicht ist, wenn wir Leid erleben, in der Welt Leid sehen, dann möchten wir trauern. Und trauern, wir trauern nicht nur um den Verlust von Leben. Wir denken, ah ja, wir trauen, wenn jemand gestorben ist, ein Freund, eine Verwandte. Aber wir können auch trauern um Verluste aller Art. Den Verlust von Liebe, von Hoffnung, von Träumen, von Fähigkeiten, von Arten, Ökosystemen. Wir können sogar um den Verlust des Vertrauens ins Leben trauern. Ich möchte, dass wir eine Weise entwickeln, wie wir trauern können, als Gemeinschaft. Wenn wir feiern, dann wissen wir, brauchen wir andere Menschen. Wir feiern gemeinsam. Aber auch Trauer braucht das. Es ist einfacher zu trauern, wenn wir mit anderen zusammen trauern. Es ist wie Avalokiteshvara. Es ist zu viel für eine einzelne Person zu halten, zu tragen. Es ist etwas Transpersonales. Wir brauchen andere Wesen dafür, andere Menschen. Ich möchte eine geleitete Reflexion mit euch machen nun. Einer der Schritte zu Trauer und Heilung. Wir werden etwa 15 Minuten sitzen, also nehmt eine bequeme Haltung ein. Ihr könnt euch sogar hinlegen, wenn ihr euch dafür wohler fühlt. Ihr könnt auch die Kamera ausschalten, wenn es das für euch einfacher macht. Und ich werde, während ich dich durchleite, ein paar Bilder zeigen. So, if you haven't already done so, take a moment. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann nimm dir ein bisschen Zeit,
an einen Aspekt des Klima- oder des ökologischen Notstandes zu denken, Think um about den du something you feel grief trauerst. about. Bring etwas in Erinnerung, um das du trauerst. Now, what did you lose? Was hast du verloren? Tell yourself the story of the loss, of your loss. Erzähle dir selbst die How is Geschichte that deines connected? Verlustes. And the story can include any of your judgments, Und in der any Geschichte kannst du blame you auch have deine towards yourself Werturteile einfließen lassen. Vielleicht machst du dir selbst towards Vorwürfe others. oder anderen gegenüber. You make a mental note of any shoulds Du or kannst shouldn'ts. bemerken, ob in deiner Geschichte bestimmte Es sollte so oder so sein vorkommen. Oder es dürfte For nicht so instance, oder so sein. they're destroying the planet. Zum Beispiel They shouldn't burn Sätze any wie, more sie coal, oil and zerstören den gas. Planeten. Sie They should sollten wake up aufhören, before they Gas und wreck the Kohle zu earth for verbrennen. their children. Sie müssen erwachen, aufwachen, bevor What other sie things die do you Welt think in your und own die words? What other Zukunft things ihrer do you think? Kinder zerstören? And when you're ready, Und recall wenn du something that you soweit bist, actually saw or erinnere dich heard, an or the moment you etwas, was du saw or heard. tatsächlich gesehen hast oder von dem du gehört More hast, an den specific than Moment, wo du es gesehen oder wo du maybe it davon was a gehört newspaper hast. article or something in Vielleicht war es your ein mind. Zeitungsartikel, Maybe it was an image like the one I've got on ein screen at the Bild moment, or something else. oder sonst was. Something really specific. Etwas ganz Konkretes, Spezifisches. And as you recall these details, Und während du dich an sense diese how you Details feel now erinnerst, spüre, in wie your es body. dir jetzt gerade geht, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Perhaps attend to the breath, to notice the rhythm of the breathing. Wie ist zum Beispiel der Atem, der Rhythmus des Atmens? We are being breathed by life. Wir werden vom Leben geatmet. Is there tightness or heaviness in your chest? Ist da im Brustkorb Enge oder Schwere? Are you feeling sad, anxious Fühlst du dich traurig or upset? oder besorgt oder aufgewühlt? Breathe the images right through your heart and back into the Atme die world. Bilder durch dein Herz, in dein Herz und zurück in die Welt.
Let them flow through you. Lass die Bilder durch dich hindurch fließen. Breathe the numbness through. Atme die Stumpfheit, die Dumpfheit ein und aus. Does your heart feel like breaking? Fühlt sich dein Herz so an, als würde es brechen? Heart that breaks open and Das holds aufbrechende the whole universe. Herz. Das Herz bricht auf für das ganze Universum. Let the whole world flow through you. Lass die ganze Welt durch dich hindurch fließen. Breathe it through. Atme sie durch dich hindurch. What are you longing for? Wonach sehnst du dich? What is the significance of this loss to you? Was bedeutet dieser Verlust für dich? Why does it matter so much? Warum macht dir das so viel aus? Bear in mind that longing is what is keeping us alive. Mach dir bewusst, dass Sehnsucht das ist, was uns am Leben hält. Longing is our connection to life. Sehnsucht ist unsere Verbindung zum Leben. It's how life is moving through us, speaking through us. Es ist das Leben, das durch uns hindurchfließt, was zu uns spricht. What are you longing for? Wonach sehnst du dich? Are you longing for care for the earth? Sehnst du dich nach Fürsorge für die Welt und ihre Bewohner? For safety and protection for all beings. Sehnst du dich nach Sicherheit, nach Schutz für alle Wesen jetzt, in der Gegenwart und in der Zukunft?
And when you're fully connected to your longing, the deepest values. Wenn du mit deiner Sehnsucht, mit deinen tiefsten Werten How do you feel now verbunden in your body? Bist, How do you feel now in your body? Wie fühlst du dich jetzt in deinem Körper? Is it a kind of sweet sadness? Ist es eine Art süße Traurigkeit? Finally, to complete this process and to ground this process. Und dann, Imagine one step that you can um take dies zu erden, to honor tiefer zu what führen, this stell dir vor, einen Schritt, den du unternehmen könntest, um zu würdigen, was dieser Verlust für dich bedeutet. Imagine a step that you can take. Stell dir einen Schritt vor, in den du unternehmen kannst, honors, der in irgendeiner Weise diesen Verlust würdigt, anerkennt. When you're ready, opening your eyes. Wenn du soweit bist, öffne die Augen. Schau dir die Menschen wieder an auf dem Bildschirm. So, Angela, are you ready with the breakout rooms? Angela, bist du soweit mit den Breakout-Räumen? I am. Ja? We're going to have some space to share. Wir haben jetzt Zeit, um uns auszutauschen mit maximal zwei anderen Leuten. Ihr habt die Gelegenheit, die Möglichkeit, ein bisschen persönlicher miteinander zu sprechen, um einfach euch gegenseitig zu erzählen, wie waren diese Reflexionen für euch, was kam da hoch, ist da irgendetwas, worüber ihr noch weiter sprechen, was ihr erforschen möchtet. Ich würde sagen, wir haben 20 Minuten, also 6-7 Minuten pro Person, wenn ihr zu dritt seid, deine Erfahrung von Trauer
und deine Erfahrungen mit dieser Art von Reflexion. Und wenn du irgendwo hängen geblieben bist, kein Problem, dann sag, ich bin da irgendwie hängen geblieben und kam dann nicht weiter, bin blockiert. Wir können dann nachher in der großen Gruppe uns dann weiter austauschen. Welcome back to the main session. Welcome back. Willkommen zurück. Welcome. Wir haben jetzt eine knappe Viertelstunde, wo wir ein paar Erfahrungen austauschen können, entweder wieder über den Chat oder ihr könnt euch auch zu Wort melden. Als ich gefragt habe, wonach sehnst du dich? Was ist die Bedeutsamkeit dieses Verlustes für euch im Chat vielleicht? Wonach sehnt ihr euch? Warum ist es euch so wichtig? Was bedeutet es euch, dieses Gefühl von Verlust in Bezug auf die Klima- und Ökokrise? Im Chat bitte. In the chat, please. Karuna Palita sagt, Frieden und ein Gefühl von verkörperter Liebe. Die Frage, warum ist es so wichtig, machte mich wütend. Also nicht nur Trauer, sondern auch Ärger. Ja, und Trauer und Ärger können auch ganz nah aneinander sein. Joe, fühlst du dich wütend, weil es so offensichtlich ist, warum es wichtig ist? Magst du dich entstummen und kurz darauf antworten? Ja, danke, Shantika, aber das war meine ursprüngliche Reaktion, zu sagen, wie kommst du denn nun zu dieser blöden Frage? Aber es ist eine sehr wichtige Frage. Warum ist es wichtig? Ich habe in meiner kleinen Gruppe darüber gesprochen. Natürlich ist es wichtig, weil der Ökokollaps droht, sonst überleben wir nicht. Aber ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, weil wir ganz eng miteinander verbunden sind. Ihr könnt fragen, warum zählt es, wenn deine Mutter zählt oder deine Oma zählt, weil wir verbunden sind. Wir sind in unserer kleinen Gruppe zu dem Schluss gekommen, dass es nur möglich ist, es für nicht wichtig zu halten, wenn wir uns abgrenzen, wenn wir aus der Verbindung rausgehen. Und dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Also es ist wichtig, weil wir eng miteinander verbunden sind. Mit allen Wesen, mit der Biosphäre. Und zu versuchen, das zu leugnen, uns davon abzugrenzen, ist entmenschlichend, ist unwürdig als Menschen, so zu leben. Danke, Joe. Julia sagt, es fühlt sich an, als wären wir alle am Feuer löschen im brennenden Haus. Starkes Bild. Ich sehne mich nach einer weiteren Verbreitung der heilenden Botschaft des Buddha. Okay, da ist also eine Heilung, die angeboten wird in der buddhistischen Lehre, die eine Wirkung haben kann, die eine Wirkung hat. Ethan sagt, für meine jungen Verwandten, dass sie eine Möglichkeit haben, eine sichere und blühende Welt von uns erben, dass ihre Leben blühen können, dass sie sie genießen können.
Ja, das stimmt. Ich bin gerne lebendig. Ich hatte schon mal Auf und Abs, aber unter dem Strich bin ich froh, lebendig zu sein. Und ich möchte, dass das auch fortgesetzt wird, dass andere Wesen diese Möglichkeit auch haben, für künftige Generationen die Möglichkeit zu erwachen. Einfach morgens wach zu werden, zu denken, hey, ich bin lebendig. Da scheint die Sonne. Ich spüre die Wärme der Sonne auf der Haut. Ganz grundlegende Erfahrungen. Lebendig sich fühlen. Angela sagt, meine Sehnsucht nach eine Sehnsucht danach, dass die Menschheit als Ganzes die Kostbarkeit aller Existenz begreift. Und das ist sehr wichtig, das Leben wirklich zu wertschätzen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns engagieren, weil wir das Leben wertschätzen. Wir stellen keine Bedingungen. Wir schätzen, würdigen das Leben als Leben. Caroline sagt, ich sehne mich nach einer friedfertigen Welt ohne Grausamkeit gegenüber unseren Mitwesen, ohne überflüssige Zerstörung. Savajit sagt, eine Sehnsucht nach einer einfachen Welt, in der wir alle einander unterstützen. Das ist der dritte Vorsatz, die positive Seite des dritten Vorsatzes. Gegenseitige Unterstützung ist der zweite Aspekt davon. Cecile sagt, andere Lebewesen sind Teil von uns. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir Sinn. Das Leben hat Bedeutung. Andere Wesen haben eine Bedeutung für uns. Andere Arten haben eine Bedeutung für uns. Julia sagt, ich sehne mich nach einem Gefühl von Erleichterung. Dayagita schreibt, die Wichtigkeit zu spüren scheint ein Gegenmittel zum Erstarren zu sein. Das merke ich auch. Wenn ich Raum gebe für die Trauer, dann kann das emotionale Energie freisetzen, insbesondere um zu handeln, um in der Welt zu handeln. Wir brauchen Energie und Wirksamkeit, um das zu tun. Nancy schreibt, ich sehne mich danach, dass künftige Generationen unverändert positive Möglichkeiten haben. Und das wird nicht passieren, wenn das Ökosystem zerbricht. Soll das Untersuchen meiner Sehnsucht dabei helfen, meine Trauer zu lindern? Nein, indem wir diese Trauer spüren, das gibt uns eine Verbindung zum Leben. Die Trauer ist nichts anderes als die Sehnsucht. Nancy, möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, für mich ist es besser, nicht immer wieder mit dieser Sehnsucht in Kontakt zu gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch eine Aktivistin, das ist Teil meiner ethischen Praxis, weil ich in aktiver Hoffnung teilnehmen möchte. Ich möchte sicherstellen, dass die zukünftigen Generationen so viele Ressourcen wie möglich haben, auch wenn es nicht so viele ist, wie ich hatte. Und warum sollte ich zu dieser Trauer zurückgehen? Ich will einfach voranschreiten. Gut, also warum ist es wichtig, zu dieser Trauer zurückzukommen? Was würde es uns geben? Was würde die Trauer uns geben, um künftigen Generationen zu helfen? Was würde das dir geben?
Ich fühle, habe das Gefühl, dass ich hier hängen geblieben bin. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr glaube, dass die Fähigkeit der Welt für Fürsorge zunimmt. Ich glaube, dass es weniger wird. Für mich ist es hilfreicher, mich darauf zu konzentrieren, wie ich künftige Zerstörung reduzieren kann, statt mich darin zu verlieren, mich nach irgendetwas zu sehnen. Ich würde trotzdem dich ermutigen, wirklich Raum zu geben für diese Trauer. Unsere emotionalen Energien werden freigesetzt, wenn wir unsere Emotionen zulassen. Wenn wir tief in die Trauer gehen, dann finden wir das, was in unserem Leben am kostbarsten ist. Wie klingt das, Nancy? How does that sound, Nancy? Naja, ich frage mich oft, ob ich einfach Trauer so stark unterdrücke, dass ich sie einfach nicht spüren kann oder will. Ich habe gelernt, wie ich diese Trauer in irgendeiner Weise in Schach halten kann. Okay, und ich schlage nur vor, dass wenn wir wirklich Raum geben dieser Trauer, dieser Sehnsucht, dass das durchaus auch Kraft freisetzen kann. Selbst wenn wir nur für kurze Zeiten damit verweilen, kann das etwas in uns entzünden, neue Energien uns freisetzen. Ja, ich verstehe, ich stimme dir zu. Wenn ich mich auf die Liebe für meine Enkel konzentriere, dann setzt das Kraft vorbei. Wenn ich an der Trauer Raum gebe, bin ich nicht ganz so sicher. Danke, Nancy. Okay, so thank you, thanks Nancy, thanks for being willing to share. Ein paar weitere Kommentare. So just a few more comments in the chat. Aus dem Chat. Ich finde es so leicht, mich aus der Verbindung rauszugehen. Ich sehne mich danach, dass mein Herz das niemals tut. Ja, das sind einfach alles so Mechanismen, die wir entwickelt haben, um uns zu schützen. Karuna Palita sagt, immer wieder auf das empfundene, im Körper empfundene Gefühl uns zu konzentrieren, ist nährend. Angela schreibt, wenn ich mit der Trauer in Verbindung bin, mit der Sehnsucht und dem Mitgefühl, dann wird die Härte und Sorge in mir leichter. Pia schreibt, ich finde Trauer schwierig. Ich mag den Vajrapani-Aspekt des feurigen Mitgefühls, also wie man von Wut ins Handeln kommt. Wir nähern uns jetzt dem Ende. Wir haben noch 2 Minuten übrig. Nimm noch, dir noch eine Minute, um über den Prozess zu reflektieren. Diesen kollektiven Trauerprozess, den wir gerade durchlaufen haben. Closing comments in the chat, please. Gibt es noch letzte Kommentare, die ihr in den Chat schreiben möchtet? Wie geht's euch jetzt? Wie fandet ihr das? Und ihr könnt das auch nicht verbal machen mit einer Geste. Just raise your hand if you'd like to do some non-verbal feedback. Wenn ihr das eine Geste machen wollt, dann meldet euch und dann werde ich euch dran nehmen. Im Chat haben wir Sachen wie Dankbarkeit, Hoffnung, viel zum Nachdenken.
Es ist gut, das brennende Haus wirklich wahrzunehmen, bereichert. Ich finde das Wissen darum, dass andere Menschen die gleiche Fürsorge und Trauer erleben wie ich, unglaublich erleichternd. Fühle mich in Verbindung mit tieferen Gefühlen. Trauer umwandeln in Liebe. Das ist vielleicht unsere tiefste Motivation. Inspiriert, die Wahrheit zu sprechen. Okay, ich glaube, das war's. Danke euch allen für das, was ihr gesagt habt, für euer Mitmachen.